Und natürlich mal wieder einen herzlichen Moin Moin von mir. Danke, dass ihr wieder bei mir reingeschaltet habt, um euch eine weitere Folge von Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast anzugucken, wo wir dann nun endlich unser Lichtschwert bekommen, wiederbekommen. Wir haben es ja früher abgegeben. Und da muss ich mal kurz was gucken. Jo, es läuft alles wunderbar. Ja, dann gehen wir doch mal unserer Bestimmung. Als unserer Bestimmung halt folgen. Ich weiß gerade nicht, wo wir lang müssen. Es ist echt länger her, dass ich das mal wieder gespielt habe. Ich höre die ganze Zeit nur ein Lichtschwert surren. Bum, bum. Ich denke mal, das ist der richtige Weg. Ja, wie gesagt, hier sind ja auch die Blood Patches drinne, die ich da eingebaut habe. Deswegen ist es da ein wenig blutiger. gehen wir doch mal hier lang. Sieht nämlich so ein bisschen so danach aus. Ja, hier kann man lang. Oh, hier kann man wirklich lang. Ach so, das ist hier zu Ende. Ach, hier benutzen sie gerade die Macht. Ach so. Aha. Da werden sie ausgebildet, die ganzen Jedi-Zer. Bum, bum, bum. Wir wollen unser Lichtschwert haben. Das ist aber gerade echt nicht... Ah, hier, genau. Die Tür war ja im letzten Let's Play zu. Und jetzt ist sie auf. Okay, springen können wir auch noch nicht hoch. Jo. Das sieht doch schick aus, muss ich sagen. Wie sich die Wolken hier bewegen. Nicht so gut wie gar nicht. Was soll das aber für ein Planet sein? Ich weiß es nicht. Wo liegt denn überhaupt der Jedi-Tempel auf Yavin? Liegt der Jedi-Tempel auf Yavin? Ich weiß es nicht. Wer ist da? Keiner. Gut. Was haben wir hier? Okay, hier geht der Weg lang. Ein Vogel. Wie schön. Dass es noch Vögel gibt. Lass mich hier rein. Okay, wir haben hier jetzt irgendwelche Wege. Was haben wir hier hinten? Nichts. Nichts. Was haben wir hier? Doch, wir haben hier irgendwas vielleicht. Gar nichts. Nein. Verdammt. Haben wir hier? Ist eingestürzt. Verdammt. Haben wir hier was? Nein. Das ist ja gar nichts hier gerade. Ist ja langweilig. Oh, noch ein Vogel. So, was haben wir hier für ein Ding? Ha. Ich denke mal, aber hier geht's rein. Das war doch mal eine schnelle Mission, muss ich sagen. Mann, sind wir gut heute. Wir sind gerade runtergerutscht. Und Datenpads. Übung bestehen und Kräfte der Macht wieder erlangen. Und das Trainingsgelände nach Lichtschwert absuchen. Fangen wir doch am besten einfach mal an. Wo fangen wir dann am besten einfach mal an? Ja, wir können noch gar nichts. Wir sind immer noch eine Lusche. Eine Jedi-Lusche. Da oben ist irgendwas. Sieht aus wie ein Pfeil. Oder irgendwie ein Pfeil nach rechts. Könnte Geschwindigkeit sein. Ja, das ist die Geschwindigkeit. Was haben wir hier? Machtschub. Dauer sofortige Wirkung. Wirkung auf Objekte oder Personen. Wirkung ermöglicht Wegschieben von Objekten und die Selbstverteidigung von Raketenangriffen sowie dem Würgegriff. Wenn uns jemand wirkt, wenden wir den Würgegriff gegen ihn an. Nein, wenden wir natürlich nicht. Wir schuben. Ach, da bin ich doch wieder schon im Jenglischen, im Deutsch-Englischen. Nein, da schubsen wir den wahrscheinlich weg. Und Stufe 1 sind wir. Der Jedi kann bestimmte Feinde oder Objekte direkt vor ihm wegschieben. Jo. Ist doch schön. Das weiß ich gerade nicht. Muss ich mal gucken, wie die Steuerung war. Machtkräfte. Schub, Griff, Kraft benutzen, nächste Kraft, XZ. Naja, kann man ja wirklich... Ich finde, wir sollten die Machtkräfte... Also Q und E würde ich auf jeden Fall sagen. Bewegung, Inventar... Nein, Waffen. Nächste Waffe... vorige Waffe Q oder nächste Mal... nächste...
Was war ein E? War das nochmal benutzen oder war das F? Kraft benutzen war F. Benutzen war E. Also ist R dann sozusagen gar nicht mal so schlecht für die nächste Waffe. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, benutzen wir... Ich würde auf jeden Fall dann die Machtkraft dann lieber nehmen. Nächste Kraft. Das hier. Ach. E, vorige Kraft. Q. Nein! Nächste Kraft. R. Oh. Benutzen ist E. So, jetzt muss ich noch mal kurz Machtkräfte gucken. Kraft benutzen ist F. Nächste Kraft ist R. Vorige Kraft ist Q. Und natürlich unsere Waffen, die haben wir immer noch auf Mausrad oben oder unten. Ich denke mal, das ist das Beste, was wir machen können. Q oder R. Und natürlich, jetzt können wir damit F dann immer die Macht benutzen. Gehen wir jetzt mal in den ersten Raum hier. Okay, ich denke mal, wir müssen diese Dinger hier... Okay, ja, hier haben wir das Zeichen, das heißt, ja, das muss dann hier sein, wohl wahrscheinlich auf dem Pfeil. Und da müssen wir dann das hier einsetzen. Bis jetzt sind es ja noch ganz einfach hier die Aufgaben. Und so einfach wie diese Aufgaben auch sind, ist es, glaube ich, auch nicht schwierig, ein Jedi zu werden. Also jeder kann ein Jedi sein. Strengt euch an. Und zack. Der sogenannte Vorführeffekt. Ich denke mal, genau, den haben wir vergessen. Da waren wir ein bisschen zu voreilig. Gar nicht mal schlecht. Gar nicht mal schlecht. Was haben wir denn jetzt hier? Machtgriff, Dauer, sofortige Wirkung. Wirkung auf Objekte, nur auf Objekte. Wirkung ermöglicht dem Jedi das Heranziehen bestimmter Objekte. Stufe 1, der Jedi kann Schalter und Objekte unter dem Fahnenkreuz bewegen. Zusätzlich kann er einen Feind heranziehen. Einen Feind heranziehen. Komm her. Komm zu Papas Arme. Ich glaube, ich weiß, wohin ich gehen muss. Aber wie komme ich da hoch? Wir kommen da ganz einfach auf. Wir müssen nämlich hier nur die Dinger hier rausziehen. Zack. 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 Und dann fallen wir auch schon das erste Mal runter. Na, na? Wir haben es geschafft, aber wir wollen auf jeden Fall da oben noch mal ran. Egal, was da ist. Oh, Glück gehabt. Ins Leere einmal die Macht gerade gezogen. Wow. Ja. Da wir... Wie jetzt? War aber Glück gehabt, dass, weil die haben sich wieder reingezogen und die hier nicht. Oh, Glück gehabt, sag ich dazu nur. Machtgeschwindigkeit, Dauer 5 Sekunden, Wirkung auf Jedis. Wirkung, der Jedi wird schneller. Stufe 1, der Jedi ist 33% schneller als normal. Das erinnert mich gerade an das Tempotaschentuch des schnellen Jedi-Ritters. Ein kleiner flacher Witz, aber... Er ist eigentlich gar nicht so schlecht. Oh, wo geht's jetzt hier hin? Hallo? Skywalker hat sich Mühe gegeben, das hier nicht so einfach zu machen. Ja, wir sind auf jeden Fall sehr gut bedient hier. Da sind ja schon die Zeichen für die Geschwindigkeit. Ah, okay, das geht jetzt also hier rauf. Okay, also ich denke mal, das ist so gemacht auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ja, und wir sind durch. Wir haben's. Was ist denn hier oben? Ey, ich wollte wissen, was das ist. Toll. Ja, okay, dann halt nicht. Dann verschwinde doch. Mein Geschenk ist weg. Oh. Dafür kriegen wir ein anderes Geschenk. Was ist das? Machtsprung, Dauer, sofortige Wirkung. Endlich können wir mal höher springen. Das geht ja einen auf die Eier. Wirkung nur auf Jedis. Okay. Wirkung ermöglicht dem Jedi einen gewaltigen vertikalen Satz. Mhm.
Stufe 1. Der Jedi kann doppelt so hoch wie normal springen. Endlich. Endlich mal ordentlich springen. Gucken wir mal, wie hoch wir springen können. Ach komm, das können manche Leute auch so ohne Macht. Naja, ich will ja nicht echt irgendwie was sagen. Nee, da sind wir hergekommen. Da geht's auch nicht hin. Ich glaube, ja, das sieht so aus, als müssten wir da hoch. Zack. Zack. Ja. Ja. Ich habe gerade gleichzeitig mit ihm ja gesagt. Hier geht's, glaube ich, nicht durch. Die Tür sieht ein bisschen kaputt aus. Ja. Aber wollen wir mal gucken, wo es jetzt hingeht. Mhm. Schubgriff. Ja, dann machen wir doch mal hier ein bisschen was. Ich hab so gerade so eine Befürchtung. Okay. Ja, wusste ich's doch. Dann wollen wir mal die Geschwindigkeit einsetzen, springen und laufen, 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 lauf doch schneller, lauf doch schneller. Oh. Ganz knapp hier durchgesprungen. Hantiert mit einem Hechtsprung durch. Aha, jetzt haben wir hier so ein Ding, das ist eher wohl für Schub gedacht. Ah. Also baut jemand extra so eine Mauer ein. So mit so einem Fehler, dass man extra sich da durchschießen muss mit der Macht. So, so. Schub. Schub. Ich finde, sie haben die Tür ein bisschen zu weit oben eingebaut. Das finde ich eher weniger. Ö. Der will mich hier nicht nach oben lassen. Doch, dein Glück aber auch. Jetzt aber auch ungern runterfallen. Und ich sag's auch noch. Gibt's doch gar nicht. Ja. Ah, okay, hier ist nichts weiter. Nichts mit Schub, nichts mit Drücken, gar nichts. Okay, gut. Gehen wir weiter. Wo sind wir jetzt? Schon wieder sowas? Och, nö. Okay. Schauen wir mal, was jetzt passiert erstmal. Ich denke mal, wenn wir da raufgehen, dann... Okay, jetzt schießt der irgendwie nach rechts vorbei. Ja. Ist doch schön. Aha. Okay, alles klar, jetzt habe ich verstanden. Also, wenn wir einmal draufdrücken und dann nach oben ist, dann Macht aktivieren. Ne, am besten jetzt schon. Nein! Wir verpassen es! Nein, 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 nein! Ah, das war wirklich der beste Sprung gerade überhaupt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den Sprung schaffen. Ja, Jedi muss man sein. So, wo sind wir jetzt? Okay. Sieht schon mal ein bisschen edler hier aus, also ein bisschen, ne? Was haben wir hier? Okay, hier haben wir so eine Blöcke. Ah, ja. Weißt du, was lustiger ist? Wenn man die jetzt hier reindrückt... Oh, jetzt ist meine Macht leer. Ah, oh, da ist es! Da ist es! Unser Lichtschwert! Unser Lichtschwert! Ich will dich haben! Irgendwas sagt mir, dass wir hier nirgendwo durchkommen. Nee, da geht's auch nicht lang. Ich glaube, wir müssen hier aufspringen. Ah! Geschwindigkeit, Griff. Ich glaube, wir müssen mit der Geschwindigkeit ranrennen. Dann nach hinten und dann... Griff, 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 Griff. Haben wir's? Jo! Diese ganze Arbeit und jetzt muss ich auch noch einen Weg hier rausfinden. Wir haben's! Wir haben unser Lichtschwert!
Was haben wir jetzt? Lichtschwertwurf. Dauer sofortige Wirkung. Wirkung auf Spieler. Die Wirkung. Der Jedi kann sein Lichtschwert werfen und wie es und wie eine Raketenwaffe einsetzen. Das Lichtschwert wie eine Raketenwaffe einsetzen? Die meinen wohl, dass ich das so werfen kann. Ja, egal. Ja, ist ja egal. Stufe 1. Das Lichtschwert fliegt gerade nach vorne und kehrt zurück. Super. Lichtschwertabwehr. Dauer kontinuierlich. Wirkung auf nicht zutreffende Wirkung. Ermöglicht den Jedi das Abwehren von Treffern mit dem Lichtschwert. Der Jedi kann einen kleinen Bereich direkt vor ihm Projektile und Nahkampfangriffe abwehren. Jo, ist klar. Lichtschwertangriff. Kontinuierlich, nicht zutreffend. Wirkung. Mit steigender Kampferfahrung steigert der Jedi seine Angriffs Effektivität. Mittlerer Stil. Der klassische Lichtschwertkampfstil. War das so Ressio? Ich glaube ja, war das so Ressio? Muss ich nochmal nachgucken. Jedenfalls, der klassische Lichtschwertkampfstil. Angriffsgeschwindigkeit, Distanz und Schaden sind durchschnittlich. Ein Jedi kann bis zu 5 Angriffe in Serie starten. Dieser Stil eignet sich am besten gegen mehrere Feinde. Der Stil setzt auch eine neutrale Haltung für Angriff und Abwehr, bei der der Jedi sein Lichtschwert flach und rechts führt. Ein gelber Bogen rechts im Hut zeigt diesen Stil an. Jo, Mensch. 1, 2, 3, 4. Okay. Warte mal. Das hört sich echt cool an. Oh, verdammt, mein Handy, das fängt schon wieder an, irgendwie welche komischen Macken zu machen hier. Ja. Oh, das ist gerade mega cool. Ah, cool. Endlich das Lichtschwert. Ich freue mich gerade echt tierisch, dass wir das Lichtschwert haben. Boah, Glück gehabt. Ich muss es gleich geschafft haben. Ja, wir haben es geschafft. Gehen wir mal weiter. Ich habe Angst, dass jetzt gerade irgendwas passiert, dass wir eventuell da weg... Oh. Du hast dein Lichtschwert gefunden. Sehr gut. Ich bin soweit. Konntest du etwas über Desan herausfinden? Nicht viel. Mit Hilfe der Logbücher unserer Schiffe und der Datenbanken der Republik fanden wir raus, dass Desans Schiff auf den Namen eines Rodianers namens Relo Baruk registriert ist. Relo Baruk? Kennst du ihn? Nicht persönlich. Er behauptet, ein ehrbarer Müllschlepper zu sein, aber in Wirklichkeit ist er einer der mächtigsten Drahtzieher in ganz Narshada. Nicht einmal die Hoods wollen etwas mit ihm zu tun haben. Klingt nach einer soliden Spur. Damit lässt sich etwas anfangen. Kyle. Ja? Ich wollte dir nur noch sagen, wie beeindruckt ich von deiner Leistung bei der Prüfung war. Wenn man bedenkt, wie lange es her ist, dass du die Macht eingesetzt hast, hätte ich fast erwartet, dass du scheiterst. Tja. Du warst im Tal der Jedi. Ja. Kyle? Ich weiß, was ich tue, Skywalker. Wenn ich Desan besiegen will, benötige ich die Macht und ich kann es mir nicht erlauben, Jahre meines Lebens hier zu verbringen, um mich wieder auf den alten Stand zu bringen. Kyle, ich erkenne, dass du gepeinigt bist, aber du musst lernen, die Folgen deiner Handlungen zu bedenken. Du und Jan, ihr habt einen Eid geschworen, dass ihr das Tal der Jedi beschützen würdet. Und nun, da Jan tot ist, bist du der Einzige, der weiß, wo es liegt. Wenn die dunkle Seite der Macht in dir Überhand nehmen würde, könntest du das Tal für unaussprechlich böse Zwecke missbrauchen. Willst du sagen, ich bin nicht vertrauenswürdig? Ich sage nur, dass du dich deines Zorns entledigen solltest, bevor er dich zerstört. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber ich gebe dir die Koordinaten vom Tal der Jedi. Nur um ganz sicher zu gehen. Das ist zumindest ein Anfang, denke ich. Nimm eines der Schiffe der Akademie nach Narshada. Das ist weniger auffällig. Mach dir keine Sorgen. Ich kümmere mich schon um die Ravensclaw, bis du zurückkehrst. Du kommst also nicht mit? Leider nicht. Ich habe selbst Dringendes zu erledigen. Viel Glück, Kyle. Ich hoffe, dass du findest, wonach du suchst. Möge die Macht mit dir sein. Endlich, wir haben unser Lichtschwert. Und wir kriegen auch gleich unsere nächste Aufgabe. Wir müssen nach Narshada, nämlich einen Relo Baruk finden. Ist wohl ein Rodianer. Und ja, so sieht jetzt Narshada aus. Wir fliegen jetzt erstmal ein bisschen rum, lernen so ein bisschen die Umgebung kennen. Und ich mochte eigentlich diesen Part hier eigentlich gar nicht so sehr, aber wenn ich es mir doch so recht überlege, es ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, das Spiel. Es macht auf jeden Fall Spaß. Gucken wir uns mal unsere neuen Informationen an. Gangster Relo Baruk finden.
Aber das machen wir auf jeden Fall im nächsten Part. Hoffe, euch hat es natürlich mal wieder gefallen, hier zuzuschauen. Wenn es das getan hat, ein Däumchen hoch. Und hoffe, dass ich auch auf euch das nächste Mal erzählen kann, dass ihr wieder zuschaut bei mir. Und jo, auf jeden Fall dann bis zum nächsten Mal.